Das ist Hellas Lieblingsort. Und wir fahren immer höher hinaus. Ich hab keine Lust mehr, Leute. Also ich muss ehrlich sagen, das beschreibt einfach schon wieder unser Leben. Danke für dieses tolle Training. Er kann die Freude einfach nicht so gut zeigen. Hey, hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Das war sehr synchron. Ja, mega krass. Einfach drauf. Wir haben es richtig geschafft. Wir sind, wie ihr seht, nicht zu Hause. Wir sind umgezogen, Leute. Nein, Spaß. Nach Österreich. Nein, wir sind nicht umgezogen. Wir sind hier nur für 3-4 Nächte. Servus. Das sagen die hier immer. Das war komisch. Grüß Gott. Grüß dich. Wir waren nämlich die letzten Tage auf dem Oktoberfest und jetzt sind wir weitergefahren nach Österreich, denn wir wurden eingeladen von der Villa Himmelgassel. Eine ganz neue Villa hier in Tirol, Zell am Ziller. Und ich glaube, wir zeigen euch die einfach mal. Die es ist hier so schön. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Okay, los geht's. Also, hier ist unser Eingang. Entweder geht man die Treppe hoch oder man fährt mit dem Fahrstuhl, der sich einfach direkt hinter dieser Tür befindet. Also, ja, was soll man sagen? Der Fahrstuhl ist wirklich direkt hinter der Tür. Wow! Dann haben wir hier noch eine Sauna, die wir aber noch gar nicht genutzt haben, weil es einfach viel zu heiß ist momentan, um in die Sauna zu gehen. Aber vielleicht für den Winter ist das bestimmt richtig, richtig schön. Naja, man kann auch im Sommer in die Sauna gehen. Ja, aber ich schwitze jetzt schon. Aber ich will mal reingehen, ich war noch gar nicht drin. Vielleicht gehen wir heute nochmal hier rein. Sauna Bergkräuter. Aber weißt du, ich stelle mir das richtig schön vor, wenn man hier Skifahren geht und dann kommt man so ein Zimmer aus der Kälte und dann geht man erstmal in die Sauna rein. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall ist das die Sauna. Dann geht mal weiter und steht auch schon direkt in der Küche. Wie man sehen kann, haben wir sehr viel in unserem Kühlschrank drin. Gar nicht. Ja. Wir waren einfach essen die letzten Tage. Aber ich mache mal hier eben Licht an, dann sieht das noch schöner aus. Aber wenn man die Küche natürlich richtig nutzen möchte, dann kann man hier sich was kochen. Man hat einen Backofen oder hier hat man so eine eingebaute Kaffeemaschine. Wir trinken nur leider auch keinen Kaffee. Wow. Aber was ich verwendet habe, ist ein Brotmesser oder so ein Schneidemesser. Denn ich habe mir hier Früchte aufgeschnitten, die wir bekommen haben. Wie süß ist das bitte? Der war noch viel voller. Sogar Katja ist hier drin. Aber wir haben uns schon ordentlich bedient und ich sag's euch, Trauben. Das war der leckerste Apfel. Also den hier habe ich jetzt noch nicht gegessen. Aber den anderen, den ich gegessen habe, war der leckerste, der den ich seit Marke. Lang gegessen habe. Die Karte einfach mega süß. Die hat uns Lara geschrieben. Yes. Die werdet ihr später auch noch kennenlernen. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist schon das erste Schlafzimmer. Hier haben Tom und ich genächtigt. Ja, und eine Nacht haben wir hier auch noch vor uns. Gibt hier auch schön einen Bademantel, wenn man dann in die Sauna geht. Wir haben es noch nicht genutzt. Vielleicht heute noch. Und so sieht dann das Bad aus. Einfach mit einer freistehenden Badewanne. Ich finde, das ist einfach so ein Highlight. Da waren wir natürlich auch schon drin. Und hier ist noch Dusch und Toilette ist hier hinter versteckt. Dann gehen wir weiter. Zurück ins Wohnzimmer. Ich glaube, hier haben wir die meiste Zeit schon drauf verbracht. Und hier ist noch ein zweites Schlafzimmer. Das zeige ich euch nochmal eben schnell. Ja, das haben wir gar nicht benutzt natürlich, weil wir nur zu zweit hier sind. Und doch, Hella hat das Badezimmer benutzt zum Schminken. Ich wollte hier eigentlich schlafen. Ja. Ich wollte nicht diese Nähe. Das ist auch sehr praktisch gewesen an diesem Apartment, dass wir uns sehr gut aus dem Weg gehen können. Ja. Einer schläft hier, der andere da drüben. Genau. Diesen Ausblick dürft ihr natürlich auch nicht verpassen. Das ist so krass, Leute. Schaut euch das an. Einfach die Weite Österreichs. Alle, die aus dem Norden kommen, so wie wir, für die ist es ganz, ganz schön, sowas anzuschauen mit Bergen im Hintergrund, weil wir sowas ja gar nicht haben. Das ist Hellas Lieblingsort. Und hier ist mein Lieblingsplatz. Tom, sowas brauchen wir auch zu Hause. Ich finde das so entspannend. Wir haben jetzt richtig tolles Programm vor uns. Ich würde sagen, wir ziehen mal unsere Schuhe an und dann geht's nach unten. Jetzt hört her. Ich habe mir jetzt diesen Apfel genommen und werde ihn jetzt essen. Lecker. Köstlich, oder? Die sind echt lecker. Dann lass uns mal nach unten gehen oder gebracht werden. Wir sind ehrlich, wir sind noch nicht einmal die Treppe gelaufen. Doch, ich bin hier einmal gelaufen. Echt? Ja. Oh, wie Hella einfach sogar hier in Reithose rumläuft. Schau mal, hier ist alles so modern. Genauso wie unsere modernen Fahrräder, mit denen wir jetzt fahren werden. Ich würde sagen, es ist Zeit, eine kleine Tour auf den Berg zu radeln. Auf den Berg? Ich will nach da ganz oben. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber wir haben Gott sei Dank E-Bikes. Das ist sogar ganz entspannt. Ja. Damit kommen wir da sogar hoch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir so lange unterwegs sein werden. Da seht ihr mal die Villa von außen. Und da ist Hella am Fahrradfahren. Geht den Berg hoch. Alter, hier wird's echt schwer. So, jetzt habe ich einen Gang runtergeschaltet. Hella, du musst einen Gang runterschalten. Wir haben hier Kaiserwetter. So nennt man das, glaube ich, hier. Kaiserwetter, ja. Das ist das Wetter vom Kaiser. Und das Ende September, beziehungsweise schon fast Oktober. Seht ihr das? Da oben fliegt einfach so ein Typ mit so einem Fallschirm. Und wir fahren immer höher hinaus. Wow. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das wäre, ohne E-Bike so steil hochzufahren. Richtige Fahrradfriese, ey. Wir haben uns jetzt wieder dazu entschieden, runterzufahren. Ist natürlich ein bisschen entspannter als nach oben. Aber ich glaube auch gefährlicher, weil man hier richtig schnell werden kann. Deshalb die ganze Zeit Hand auf die Bremse. Schaut euch einfach die süßen Kühe an. Und die haben alle so Glocken um den Hals. Das muss ja so nervig sein, wenn man den ganzen
ganzen Tag da stehen muss und so eine Glocke um den Hals hat, oder nicht? Aber die sind einfach richtig süß und mir ist aufgefallen, hier stehen alle Tiere die ganze Zeit draußen. Und apropos Glocke, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und abonniert den Kanal. Und da sehen wir wieder. Das war doch mal eine richtig schöne Radtour. Aber ganz bis auf den Berg haben wir es jetzt nicht geschafft, aber wir sind echt hochgekommen. Also als wir gerade den ganzen Berg wieder runtergefahren sind, da dachte ich nur so, wow, wie hoch wir waren. Und ich dachte mir so, wir hätten uns mal einen Helm mitnehmen sollen. Also wirklich, jetzt verstehe ich auch, wieso hier alle mit Fahrradhelm rumfahren, weil das ist nicht ungefährlich, ne? Wenn man so schnell wird. Dann geht's gleich weiter im Programm. Wir gehen jetzt mal nach oben und dann habe ich was richtig Cooles geplant. Für dich, Tom. Für mich. Das wird dir sehr gut gefallen. Vertrau mir. Ich vertraue dir nicht mehr, Hella. Ich vertraue dir nicht mehr bei solchen Sachen. Immer wenn wir Videos drehen, kann man sich einfach gegenseitig nicht mehr vertrauen. Doch, doch. Du hast nicht aus Spaß eine Reithose an, Hella. Ich hatte keine anderen. Aber keine Sorge, ich habe für dich auch noch eine passende Hose dabei. Ich habe keine Lust mehr, Leute. Aber hier ist wenigstens so ein bisschen Südafrika-Feeling mit einer geilen Natur. Südafrika, genau. Passt. Die Kühe sind die Löwen hier und die Ziegen sind die Giraffen. Ganz normal, Südafrika eben. Dann schaue ich doch mal auf die Uhr. Es ist jetzt 13.17 Uhr. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, das auszuruhen. Und dann geht's weiter im Programm. Sesam, öffne dich. Was mit dem zweiten Sesam passiert? Meine Macht. Geh mit dem zweiten Sesam. Das hier. Achso, Sesam, öffne dich. Oder Hella, öffne. Das Sesam. Die haben ja sogar eine Klimaanlage. Die haben wir aber natürlich ausgestellt, als wir eben weggefahren sind. Aber jetzt, zack, kommt hier oben kühle Luft raus. Nice. Ich habe meinen Koffer übrigens in das Zimmer gestellt, was wir nicht benutzt haben. Also hier rein und auch schon mal die Reithose für Tom parat gelegt. Dennis geht heute mal wieder für Tom aufs Pferd. Das hat er ja sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Also er ist voll lange nicht mehr geritten und ich finde, er sollte heute mal wieder seine Angst überwinden und aufs Pferd steigen. Und deshalb zwinge ich ihn jetzt irgendwie diese Reithose anzuziehen. Tada! Du wirst dich später noch freuen. Ich habe mir die Reithose angezogen. Nein, doch. Es fühlt sich echt ungewohnt an. Ich hatte die, glaube ich, seit Südafrika nicht mehr an. Und das ist schon anderthalb Jahre einfach her. Ich bin begeistert. Ich habe dich noch nie in so einem schönen Outfit Doch, gesehen. In Südafrika. Ja. Ja. Aber seitdem. Hast du noch ein T-Shirt für mich? Ja, bedien dich. Und in der Zeit, bevor wir es vergessen, wenn ihr auch mal hier in diese wundervolle Villa kommen wollt, in die Villa Himmelgassel, dann könnt ihr mit dem Code Hella und Tom, alles klein geschrieben und zusammengeschrieben, 5% sparen. Also kommt unbedingt mal vorbei. Wir können es wirklich mega empfehlen. Wir sind jetzt schon 3 Tage hier. Heute ist leider schon der letzte Tag. Aber heute haben wir nochmal volles Programm und sehen nochmal ein bisschen was von der Gegend. Ich habe jetzt dieses überaus sexy Oberteil an. Und das, finde ich, geht einfach sowas von gar nicht, dass ich mich schrecklich fühle. Und jetzt einfach in so einen Kleidungsladen hier in der Nähe fahre. Du fühlst dich schrecklich mit dem Oberteil. Ich fühle mich schrecklich mit dem Unterteil. Passt doch. Fair. Nein. Sind wir quit. Doch. Ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt, was mir passt. Und schwuppsdiwupps sitzen wir schon wieder auf den Fahrrädern. Jetzt sind wir mal in die Stadt gefahren. Das hier ist, glaube ich, Zell am Ziller. Auch schön hier. Der Laden hat geschlossen. Mittagspause. Ein paar Sekunden später. Jetzt haben wir den Schlamassel. Die Kette ist einfach gerissen. Man sollte nicht auf voller Stufe fahren, aber wie ihr seht, bin ich das nicht. Und die Kette ist einfach durchgerissen. Was machen wir jetzt? Wenn man sich fragt, ob es bei uns auch mal unkompliziert geht. Nein, das ist Lara. Sie hat uns hier eingeladen. Hallo. Schau mal, was passiert ist. Tom ist die Kette gerissen. Oh. Ja. Schon und wieder jetzt? So typisch wir. Ich wollte eigentlich losfahren, weil ich kein T-Shirt hatte. Ich habe dieses T-Shirt jetzt von Tom an, weil mir einfach ultra heiß war. Dann wollten wir jetzt kaufen, der hatte keinen Laden auf. Dann wollten wir wieder wegfahren und dann ist die Kette gerissen. Oh je. Yeah. Ja. Jetzt sind wir zurückgehumpelt sozusagen. Also ich muss ehrlich sagen, das beschreibt einfach schon wieder unser Leben, Tom. Wie kann das sein? Was will uns das Leben damit immer sagen, dass wir solche Aktionen bringen? Ich werde mir gleich jetzt auch einfach wieder das andere T-Shirt anziehen und einfach schwitzen. Beziehungsweise das langärmliche Shirt. Ich habe jetzt nochmal den ganzen Koffer durchwühlt und habe dieses tolle Oberteil gefunden. Doch, ein T-Shirt. Ja, das ist mein Schlafoberteil. Und ich habe mir in der Zwischenzeit die Hände gewaschen. Hier jetzt mal die Treppe runter, ich bin gespannt. Man hat auf jeden Fall überall diese schönen Ausblicke. Als würden da so Bilder an der Wand hängen. Ah, hier kommt eine Tür. Und da sind wir auch schon unten. Ah ne, das ist eine Terrasse. Und da kommt man dann. Ach, endlich. Schaut mal, wo ich jetzt bin. Bei Domino. Ich habe nämlich die Weltmeisterin zufälligerweise getroffen im Voltigieren. Und sie meinte, dass ich mich jetzt auch vielleicht mal draufspringen soll. Ich weiß nicht, ob das hier gut endet. Ich habe ja schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet auf dem Movie. Jetzt die letzten Wochen, beziehungsweise also als wir die Show hatten. Und auch beim Pferdecamp bin ich ja auch auf den Movie gestiegen. Okay.
Sehr schön. Es war sehr wild, aber so ein lebendiges Exemplar hatte ich jetzt noch nicht unter mir. Deshalb schauen wir mal, wie das wird. Zeig mal, was du gelernt hast im Pferdecamp. Er denkt sich auch so, dass wir sie nicht so professionell haben. Wow. Gut? Ja. Dann die Mühle, also so. Ja. Die Runde. Lass die Hand vorne beim Piss. Da fängt es schon an. Und nie auf die Decke greifen eigentlich. Nicht auf die Decke? Nein, immer auf den Riss. Also so, oder? Ja, ja, genau, aber ja. Oder erst während man das macht. Erst während man. Oder okay, also du, die rechte Hand so. Auf dem rechten Griff. Ja, genau. Genau, und die, ja, genau so. Ja. Ja, okay. Sieht das gut aus? Zehenspitzen strecken. Locker sitzen. Fein ist der Brat. Super. Das ist echt nicht schlecht. Was probierst du jetzt? Den Schulterstand. Den konnte ich nämlich echt eigentlich gut. Jetzt. Ja, sehr gut. Was sagst du? Bisschen schief nach hinten, aber sonst vor, weiter vor? Oder keine Ahnung. So, weiß ich nicht. Super. Das ist deine Bewerbung für die österreichische Nationalmannschaft, ne? Ja, also ich finde, ihr solltet mich aufnehmen im Team. Ich bin so gut. Nee, er war richtig cool. Sehr gut. Danke für dieses tolle Training. Wie war's? Richtig gut. Ja, also, du hast so was. Lieb mitgemacht. Habe ich hier Sand? Ja, alles gut. Richtig schön. Und jetzt würde ich sagen, zeigst du uns einfach mal, wie das richtig geht. Okay. Beim nächsten Pferdecamp dann mit echten Pferden. Dein Zopf sieht noch sehr wild aus. Steht, ist es halt so wackelig. Zwei, drei. Oh, wow! Super! Ruhiges Pferd. Ruhiges Pferd, genau. Jetzt. So, dann probieren wir. Stehst du mal auf? Okay. Wow! Wild. Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich habe meine Strickjacke in dem anderen Stall liegen gelassen. Wir sind nämlich jetzt weitergefahren, weil wir jetzt einen schönen Ausritt machen. Ja, und welche Jacke muss ich jetzt anziehen? Meine gute Jacke. Wenigstens habe ich die noch mitgenommen, sonst hättest du jetzt keine gehabt. Ja, das stimmt. Weil hier ist es ganz schön frisch. Also wir sind jetzt hier auf dem Berg quasi gefahren. Wie hoch sind wir? Weißt du das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier werden sich jetzt schon die Stiefeletten und Chaps angezogen. Wir haben leider gar nichts dabei. Glaubst du, wir können uns hier einen Helm ausleihen oder so? Ja, Helm. Sehr gut. Super. Ich konnte gar nicht so schnell filmen. Da saß Tom schon auf dem Pferdchen drauf. Ja, wie heißt der noch? Baron. Der soll wohl ein bisschen verfressen sein, aber ganz entspannt. Okay, da sind wir gespannt. Ich bin jetzt auch aufgestiegen und darf Jimmy reiten. Das ist einfach ein Schimmel. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Pferdchen bekommen habe. Lara sitzt auf Pinocchio. Das ist ihr Lieblingspferd. Tom, er hält sich so gut immer noch auf dem Pferd. Schaut euch einfach diese schöne Landschaft an. Richtig schön. Und Lara, was sagst du? Alles gut? Ja. Das Training hier für die Pferde ist auf jeden Fall da, weil die ganze Zeit bergauf und bergab gehen müssen. Ist natürlich super, auch für die Hinterhandsmuskulatur. Aber man muss aufpassen, da geht es den Hang schon steil bergab. Nicht, dass man hier irgendwie runterfällt. Aber es ist wirklich eine traumhafte Aussicht hier, muss man schon sagen. Erster Trab. Tom macht das sehr gut. Jetzt galoppieren wir auch schon. Wuhu! Gut! Schaut euch Tom an! Mega gut! Ich hab's drauf! Jetzt wagen wir noch mal den letzten Galopp. Ich bin gespannt, ob sich Tom halten wird. Ich denke mal schon und hoffe es auch mal. Aber die Pferde sind mega brav, mega lieb. Das kann nur gut werden.
Der Ausritt ist zu Ende. Tom steigt jetzt ab. Ich finde, du hast dich so gut geschlagen. Ja. Hat es dir Spaß gemacht? Das fährt mal wieder sehr brav. ja, war in Ordnung. War in Ordnung. Er kann die Freude einfach nicht so gut zeigen. Wir haben die Pferdchen jetzt wieder weggebracht. Ja, und Tom, was sagst du? Was soll ich sagen? Die Landschaft war schön. Ja, schaut euch das mal an hier im Hintergrund. Aber warst du zufrieden mit deinem Pferd? Das war sehr brav, ja. Die waren wirklich top. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall was essen, weil ja. Ich habe so Hunger. Wir haben einfach nichts zum Mittag gegessen. Deshalb werden wir jetzt erstmal essen gehen. Hier ist mir heute die Kette gerissen und da ist der Laden, wo wir jetzt hingehen. Quattro ist italienisch oder so und heißt? Vier. Bravo. Mein Gott, das sieht so lecker aus. Das sieht richtig köstlich aus. Was hast du? Tonno. Thunfischpizza, genau. Und ich so Schinken, Rucola, mein Lieblingspizza. Zurück in der Villa Himmelgassel. Sesam, öffne dich ein letztes Mal, denn jetzt werden wir schlafen gehen und morgen geht's für uns nach Hause. Schon um 6.30 Uhr. Ja. Ich freue mich schon richtig, um 6 Uhr aufzustehen. Es war eine wunderschöne Zeit hier. Also ich muss echt sagen, wir müssen, glaube ich, nochmal wiederkommen. Ja, im Winter zum Skifahren. Guck mal, was Hella hier noch Cooles bekommen hat. Das muss ich nochmal kurz zeigen. Ultra süß. Ein Plakat. Mega sweet. Und da bin ich. Aber jetzt müssen wir noch schnell Sachen packen, schlafen gehen und morgen früh um 6 Uhr aufstehen. Deshalb verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, euch wir hat das hoffen. Video gefallen. Ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wirklich, fürs dafür Reisen, ist dafür, dass ich galoppiert bin. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.